Mein Name ist Mike, ich komme aus Köln, bin 28. Ich singe auf Hochzeiten. Also eigentlich heiße ich auch Mike, der Hochzeitssänger. Also ich finde das ja irgendwie ziemlich provokativ, wie du hier reinkommst und dann Schlappen und also ich würde mich wirklich bei so einem Casting anders vorstellen, ja. Und ich habe irgendwie gedacht, irgendwie will der uns provozieren. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten bei dir. Entweder hat der so ein Selbstvertrauen und kann sowas, oder es ist ein Flachpfeife, ja. Ja. Ich leg los. Bitte. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I need love, love's divine. Please forgive me now, I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Ich muss bei dir sagen, also du bist wirklich das Beste, was ich, glaube ich, jemals hier in so einem Casting gehört habe, muss ich sagen. Ich glaube, dass du eine Riesenchance hast, Minimum unter die Top 10 zu kommen bei uns. Deine Stimme klingt vom Sound her super geil. Du hast eine eigene Interpretation, du hast Gefühle und du hast ein gutes Timing im Singen und so, echt voll perfekt und so. Deshalb also hammer, hammer, hammermäßig. Und ich würde also mein linkes Ei drum wetten, dass du ganz, ganz weit kommst. Vielen, vielen Dank. Engelchen. Super Performance, muss ich sagen. Toll. Hat mich auch völlig überzeugt. Du bist ein Typ, du hast Mut, du weißt, was du willst. Ich finde das in Ordnung. In Ordnung? Klasse. Das ist hammermäßig. Wenn der Dieter dir dein linkes Ei gibt, dann kriegst du von mir mein rechtes Ei. Das war einfach sensationell. Du hast eine Mörderröhre. Und was die Klamotten betrifft, für mich kannst du im Kartoffelsack kommen und du kommst trotzdem noch unter die letzten 10. Garantiert. Vielen, vielen Dank. Ab dafür, wir sehen dich. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Ich hab's geschafft! Endlich am Bohlen vorbei. Ich wollte einmal am Bohlen vorbei. Nenn mich den Bohlenbändiger. Wir sehen uns. Mike Leon ist auch in der nächsten Runde im Recall. Doch dann der Rückschlag. Also gesundheitlich ist es mir nicht besonders gut gegangen, denn ich hatte nach dem Casting eine zunehmende Übelkeit, Schwindel, Zustände, Schlaflosigkeit. Ziemlich unangenehmes Gefühl, weil wenn du krank bist, hast Schnupfen, dann weißt du damit umzugehen. Wenn du Fieber hast oder hast das Bein gebrochen, dann weißt du, was du hast. Aber wenn du nicht weißt, was du hast, wenn es einfach nur schlecht geht, ist es ein komisches Gefühl. Mike Leon erleidet einen Hörsturz. Ob er beim Recall teilnehmen kann, ist ungewiss.